Hallo allerseits. Willkommen zu einem neuen Prepper-Talk. Ist ja schon was länger her. Ich will jetzt nicht über diese Broschüre reden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sondern über ein ziemlich günstiges Kurbelradio. Und das kostet sage und schreibe 6 Euro bei Amazon. Ist von der Firma Fonhaus und kommt aus England. Was das so interessant macht, ist die drei Auflademöglichkeiten. Ne? Einmal hier über einen USB-Stecker, da komme ich später nochmal zu. Ein USB-Kabel, das ist übrigens mitgeliefert. Ein Solarpanel und eine Kurbel. Und hier eine Minute kurbeln reicht für eine halbe Stunde Empfang. Und jetzt kommt der Knaller, warum ich nochmal jetzt zurückkomme zu dem USB-Stecker. Der ist nicht nur dafür da, dass man auflädt, also dass man das Gerät auflädt, sondern auch, dass man kann damit zum Beispiel sein Smartphone aufladen oder sonstige Gerätschaften. Ist natürlich dann schnell leer, ist klar. Aber immerhin, ne, ich meine, wenn man nichts hat, externe Batteriequelle. Sozusagen. Kommt wie gesagt aus England. Lasst euch mal von den 6 Euro jetzt nicht abschrecken. Da kommen 9 Euro Versand bei. Also praktisch 15 Euro. 16 Euro, glaube ich, waren es. Ist aber meiner Meinung nach nicht schlimm. Man bekommt hier für ein kompaktes Gerät mit vielen Möglichkeiten. Ich weiß, der Sacki hat auch mal eins vorgestellt. Der Kai Sackmann. Da war noch eine Taschenlampe dran. Ich weiß auch nicht, was sein Gerät gekostet hat. Kann man nicht vorstellen, dass das so günstig war wie das hier. Das Gerät hat hier so, das ist praktisch wie gummiert. Das also macht einen sehr griffigen Eindruck. Kommt, also ist auf jeden Fall, weiß nicht, wie das jetzt hier vor der Kamera ja, rüberkommt, ist auf jeden Fall nicht billig verarbeitet, also nicht schlecht. Hier klappert nichts. Hier ist hinten eine kleine Stabantenne zum Ausziehen, so eine Teleskopantenne. So, hat AM/FM-Anzeige für Laden, also wenn es geladen wird. Ich habe damit schon mein Smartphone aufgeladen. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil mit dem Smartphone filme ich. So, ich zeige nochmal, wie die blaue LED leuchtet, wenn man das Telefon auf. Telefon, oh Mann, Bremen. Wenn man das. Radio auflädt. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie der Empfang ist. Also es ist auch Mono, ne? Also von daher. Aber der Klang ist überraschend gut. Mit etwa 450 Menschen an Bord soll nun in einen Hafen geschleppt werden. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex bezeichnete die großen Flüchtlingsschiffe ohne Crew als ein von einem neuen Grad der Grausamkeit internationaler Schleuserbanden, die mit Flüchtlingen vollgefertigt eine bessere Zukunft, eine Besatzung ihrer Engpässe beim Personal. Die Frontex-Sprecherin. Also ein nicht überladenes Schiff ist davon überzeugt, dass er doch. Neue Jahr bringt für Deutschlands vollgefertigte Geisterschiffe im Meer. So, mal AM. Ja, allem ist jetzt so gerade der Knaller, aber die Frequenz wird eh kaum benutzt. So, also mit vollgeladener Batterie habt ihr einen Tag die Möglichkeit, Radio zu hören. Sag mal, wenn ihr irgendwo auf einer einsamen Hütte seid, ist das eh schon mal nicht verkehrt. Oder wenn ihr vom Strom abgeschnitten seid, sagen wir jetzt gerade im Winter, okay, wir haben jetzt so einen ziemlich lauen Winter, finde ich das eine ziemlich gute Sache. Und für
5,99 Euro plus ein, okay, 9,99 Euro Versand. Ja, gut, hat man trotzdem Top-Radio und das als Auflademöglichkeit fürs Smartphone. Da kann man doch nicht meckern. Außerdem, gutes Radio, wenn man mal ins Schwimmbad geht. Aber ich habe das jetzt vorgestellt in der Reihe des Prepper Talks. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wie immer, madet Jod. Tschö.